Heute habe ich eine erschreckende Nachricht für euch. Wie ungesund ist eigentlich amerikanisches Mehl? Und wie viel von dem Weizen, was ihr in Deutschland als deutsche Produktion wahrnimmt, stammt eigentlich aus den USA? Heute teile ich euch von meinen Forschungsergebnissen mit und was ich für schlimme Erfahrungen mit dem amerikanischen Mehl machen durfte. Das Ganze fing eigentlich mit Pumpernickel an, die man in diesen internationalen Märkten bekommt. Nachdem ich 4 Wochen lang Pumpernickel zum Frühstück statt dem amerikanischen Brot aß, habe ich einen deutlichen Unterschied in meinem Fitness- und im Körperfettanteil festgestellt. Denn mit dem Pumpernickel ging es mir wesentlich besser. Um das Thema etwas näher zu verstehen, müssen wir so kurz ein bisschen der Genforschung und der Sache mit der Genmanipulation etwas eintauchen. Daher so ein kleiner Exkurs. In Deutschland habe ich im Rahmen meiner Forschung das Max-Planck-Institut für Züchtforschung besucht und mir das Genforschungslabor, also Genforschung und Genmanipulation bei denen genauer erklären lassen. Und auch anhand einer Genkanone zeigen lassen, wie DNA in die Zellen geschossen wird. Im Max-Planck-Institut haben die mir das dann mit Pflanzen gezeigt und erläutert. Also nochmals danke an das Max-Planck-Institut für diese tollen Einblicke. Ein Beispiel mit Tieren. Im Grunde ist das so, dass man Gene eines Tieres im Labor manipulieren kann. Ja? Gene verändern sich bei Tieren aber auch auf natürliche Weise, nämlich mit Fortpflanzung. Das ist genau das gleiche wie mit Hunden. Ja? Die Hundezüchter, die werfen verschiedene Hunderassen strategisch so zusammen, lassen also geplant und kontrolliert die Fortpflanzen, sodass am Ende eine neue Hunderasse entsteht, die es so in der freien Natur ja nicht gibt. Das hätte man auch mit Genmanipulation machen können, doch die Hundezüchter haben das gleiche Resultat auf natürliche Weise erreicht. Ähnlich mit Hühnern. Ja? Genmanipulierte Hühner wachsen innerhalb kürzester Zeit von Küken bis zum erwachsenen Tier auf. Ja? Das wissen wir ja, Stichwort Turbohühner, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Hühner, die viel schneller wachsen und 3-mal so viel Gewicht haben als in der Natur. In den USA ist es aber jetzt auch so, dass sich viele Verbraucher gegen genmanipulierte Tiere wehren. Das Zeichen Non-GMO ist beliebter hier in den USA wie nie zuvor. Sie steht für nicht genmanipuliert. Also immer mehr Produkte haben das Emblem auf ihren Produkten, was von immer mehr den Konsumenten also befürwortet wird. Mittlerweile ist Amerika auf dem fast gleichen Stand wie Europa, was die Meinung gegen genmanipulierte Nahrung angeht. Nämlich fast die Hälfte der Amerikaner sind gegen Genmanipulation. Doch, was hat man hier wirklich gemacht? Man hat Hühner nun auf natürliche Art und Weise so gezüchtet, dass sie letzten Endes genau die gleichen Eigenschaften vorweisen wie genmanipulierte Hühner. Jetzt steht da also genfrei auf der Verpackung, ja, aber das Ergebnis ist das gleiche. Ein Huhn, das ist so in der Natur, was nie vorgekommen wäre. Das sind also spezielle Zuchttiere, die man statt mit Gentechnik, aber mit strategischer Züchtung erreicht hat. Also das Gleiche machen die auch mit Kühen. Also haben wir in den USA zwar genfreie Nahrung, aber es macht keinen Unterschied mehr, ob Gentechnik dahinter steckt oder nicht. Der Mensch hat die Gene nun mit gezielter Fortpflanzung strategisch manipuliert, statt die Genkanone zu nutzen. Bei so vielen Menschen hier in den USA und bei so viel Fleisch und Konsum, die auch noch gegen Genmanipulation ist, ja, wie kann sich also hier die Industrie also quasi noch andere Tricks noch einfallen lassen? Das ist die Frage. Statt Genmanipulation kann man Tiere so züchten, bis sie da sind, wo wir sie haben wollen. Zum Thema Pumpernickel. Ja, mit Mehl ist das hier so ein echtes Problem. Das Mehl hier ist ebenfalls nicht genmanipuliert und natürlich, also organisch. Aber auch das Mehl ist hier eine strategische Pflanzenzüchtung. Auch ein Stichwort, das die Bevölkerung seit einigen Jahrzehnten unter Schach hält. Gluten. Das Leibniz-Institut für Lebensmittelsystembiologie hat 2 Sachen festgestellt. Das eine wissen wir, immer mehr Menschen leiden unter Glutenintoleranz. Aber was super spannend ist, sie haben auch in ihrer Untersuchung festgestellt, dass nicht etwa Gluten selbst für die Glutenintoleranz verantwortlich ist. Moment mal, Gluten ist nicht für Glutenintoleranz verantwortlich? Genau das steht in den Forschungsergebnissen. Übrigens, alle Quellen findet ihr auch unten in meiner Beschreibung. Gehen wir mal der Sache auf den Grund. Vorab, apropos Genetik, ich habe so ein bisschen Glück mit meinen Genen gehabt. Ich habe keinerlei Allergien und ich kann gut verdauen. Wenn ich mal was Schlechtes esse, merke ich das fast näher. Bauchschmerzen habe ich sehr selten, ist tatsächlich so. Mit Freunden was Schlechtes gegessen, ich merke so einen kleinen Stich vielleicht. Ja, aber was den anderen so passiert, das beschreibe ich hier besser nicht. Aber wenn ich hier amerikanisches Brot esse, blähe ich auf. Ja, mein Magen wird zum Luftballon. Meine Wangen sehen aus, als hätte ich 10 Kilo zugenommen. Und dann habe ich angefangen,
nur noch gesundes Vollkornbrot zu kaufen, was es hier auch gibt. Ja? Also nicht dieses fluffige Weißbrot, sondern hartes Vollkornbrot. Und trotzdem, nach ein paar Stunden spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Seitdem kaufe ich Pumpernickel, made in Germany, und habe keinerlei Probleme. Und wenn ich in Deutschland Brötchen kaufe und Weißbrot esse, was ja eigentlich als ungesund gilt, ebenfalls keinerlei Probleme. Es liegt also nicht am Brot, also dem Endergebnis, sondern musste irgendwo an der Vorstufe liegen. An den Zusatzmitteln lag es auch nicht, denn da steht nur Mehl, also Ingredients, Zutaten, Flour, übersetzt Mehl, außer hier in diesem mexikanischen Mehl. Da sind diese Zutaten vorhanden, beängstigend, deswegen lassen wir das auch im Regal stehen. Und so kam ich bei meiner Untersuchung letztlich dem Mehl selbst als Verursacher auf die Spur. Und als ich dann die Untersuchung des Leibniz-Instituts las, dass auch die Ursache nicht am Glutenanteil am Weizen selbst sahen, wurde ich neugierig. Die Studie übrigens konnte auch nicht feststellen, woran es liegt. Meine Meinung ist jedoch, es liegt am amerikanischen Weizen. Ich erkläre euch gleich, wie ich dazu komme. Vorher solltet ihr aber wissen, denn das betrifft euch, ein beachtlicher Teil des Weizens, auch in Deutschland, wird aus Amerika importiert. Also nach Deutschland importiert. Das liegt daran, dass die Weizenversorgung in Deutschland wetterabhängig ist. Und trotz heimischem Anbau importiert Deutschland bis zu 100.000 Tonnen und mehr Weizen aus dem Ausland. Wöchentlich. Und Amerika ist nebst Russland das führende Exportland für Weizen. In 2019, 2020 waren es genau 26,3 Millionen Tonnen Weizen, welches USA ins Ausland exportiert hat und so auch nach Deutschland. Das ist eine Menge Weizen. So habe ich dann weitergeforscht. Bevor ihr euch jetzt denkt, wer bin ich eigentlich, der hier forscht? Ja, ich bin Informationswissenschaftler. In meinem Video, meine Arbeit in Kalifornien, da erkläre ich euch genau, was mein Beruf ist und so weiter. Schaut euch das gerne an. Und meine Reise führte mich zu einer großen Anzahl von Diskussionsforen und Blogs von renommierten Ernährungswissenschaftlern, Fitnessberatern, Doktoren und Sportlern. Doch mein Forschungslabor war zunächst meine Küche. Mein Laborinstrument war die Brotbackmaschine und meine erste empirische Forschung beruhte auf einer Person, nämlich mir. Was kaufte ich dann? Also kaufte ich französisches Mehl, italienisches Biomehl, italienisches klassisches Mehl, koreanisches Mehl, russisches Mehl, amerikanisches klassisches Mehl, amerikanisches Biomehl. In den letzten 12 Monaten habe ich ordentlich Brot gebacken, von allen Mehltypen ordentlich gegessen und zwar jeweils für eine gesamte Woche. Das Ergebnis? Nur das amerikanische Mehl, Bio und auch Nicht-Bio, hat bei mir schon nach 2 Tagen dazu geführt, dass ich sichtbar im Gesicht und im Bauch aufgebläht war. Keine Nebenwirkungen zeigte ich bei allen anderen Mehlsorten, also dem italienischen, französischen, koreanischen und russischen Mehl. Übrigens alles Länder, wo Übergewicht nicht so ein Thema ist, nur so nebenbei. Und die Italiener, wissen wir alle, essen viel Mehl, das meiste Mehl, wegen der Pasta- und Pizzakultur. In den Foren lese ich dann zu meiner Entsetzung, dass glutenintolerante Amerikaner in Frankreich und anderen europäischen Städten keinerlei Probleme mit Brot hatten. Sie fragen aktiv im Forum, was am europäischen Brot anders sei. Link ist auch unten. Eine legitime Frage, wenn man plötzlich merkt, dass man in Europa nicht so viel Glutenintoleranz hat. Wie geht das? Die Antwort kommt von Ernährungswissenschaftlern und auch Bloggern aus Amerika. Die Journalistin Natalie DeCleve erzählt von ihrem Besuch in Italien und ihre Umfrage, wie die Italiener Erfahrungen mit amerikanischem Essen und ihrem Besuch in den USA gemacht haben. Alle ihre Interviewpartner haben davon berichtet, dass sie zugenommen hatten. Ähnlich wie ich hat sie sich auf die Reise nach dem Grund gemacht und sie stellt fest, dass es nicht am Weizen selbst liegt, sondern an der Art, wie er geerntet wird. Europäische Erde hat mehr Enzyme und ist nährstoffreicher. Amerikanische Erde hat mehr Mineralien wie Selen. Soweit so gut. Allerdings werden in den USA wohl mehr Pestizide auf die Weizen gesprüht. Diese führen zu einer mehr effizienteren Ernte, also viel schneller. Jedoch Glyphosate, was in den USA zum Einsatz kommt, wird mit der Steigerung der Glutenintoleranz in den USA in Verbindung gebracht. Außerdem werden weitere gesundheitliche Probleme mit Glyphosat gesehen. Weiterhin stellen wir noch was fest. In Frankreich wird das Baguette noch am gleichen Tag gegessen und ist nur einen Tag gut. Alles andere wird als abgestanden gesehen. In den USA dagegen hält das Baguette mehrere Wochen. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Diese Haltbarkeit wird mit Konservierungsstoffen herbeigeführt. Doch in den USA steht, dass Brot keine Konservierungsstoffe beinhalten. Warum aber ist das amerikanische Brot länger haltbar? Ja, eine sehr gute Frage. Doch die Züchtung des Weizens in den USA kann ein Grund dafür sein, dass auf strategische Art und Weise
ein Weizen geschaffen wurde, sodass es auch ohne Konservierungsstoffe konservierende Eigenschaften hat. Also ohne Genkanone, aber trotzdem irgendwie genetisch so abgeändert, dass sie in der Natur so auf natürliche Art und Weise nicht vorgekommen wäre. Das ist also Superweizen, was länger hält. So braucht man keine Konservierungsstoffe mehr. Und auch kann man behaupten, es sei nicht genmanipuliert. Und doch ist der Weizen aus Amerika möglicherweise genetisch gezüchtet und beinhaltet Eigenschaften der langen Konservierbarkeit. Und genau da ist möglicherweise das Problem. Wir konsumieren in Amerika möglicherweise Mehl, welches als unnatürlich bezeichnet werden kann. Ich empfehle übrigens auch, wenn ihr noch mehr über dieses Thema interessiert, transgener Weizen. Hier hatte ein amerikanisches Unternehmen Weizen hergestellt, welches gegen Glyphosat resistent war. Wie ist das, dass alle Amerikaner nun hier überhaupt überleben, wenn amerikanisches Mehl so ungesund ist, wie ich meine? So habe ich das beobachtet. Eine neue Industrie hat sich nun aufgebaut, welches glutenfreie Brot, Nudeln und allerlei in Massen anbietet. Märkte sind voll davon. Der gesundheitsbewusste Amerikaner isst also so gut wie kein Mehl mehr. Die anderen sind entweder krank, fettleibig oder beides. Fettleibig, fettlebig, fettglübelt. Und viele Amerikaner sind zudem noch jung, wo die Auswirkungen der schlechten Nahrung sich oft nicht sofort zeigen. So ein Herzinfarkt kommt ja nicht mit 16 und Diabetes bekommt man ja auch nicht im Alter von 22 plötzlich. Frage an euch, die unter euch, die schon mal in Amerika waren, habt ihr zugenommen? Ja, von den anderen würde ich gerne wissen, wenn ihr Brötchen kauft, hält das bei euch auch wie in den USA mehrere Wochen? Und vor allem auch, wusstet ihr, dass amerikanisches Mehl auch nach Deutschland importiert wird? Wie ist das eigentlich, wenn ihr Mehl kauft? Ja, woher kommt das, was da im Supermarkt in Deutschland steht? Also mehr hergestellt in Deutschland? Doch wo kommt der Weizen her? Ich habe ja keinen Zugang mehr, da ich in den USA lebe. Also sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren. Ich würde das sehr gerne wissen. Und wer bis hierher zugehört hat, für den habe ich noch einen sehr wichtigen Gedankengang. Oft ist es ja so, dass auch Kritik herrscht. Was soll an Gentechnik so schlecht sein? Dann stellt man eben Weizen her, welches keine Pestizide braucht und aufgrund der Zusammensetzung schon Insekten und Raupen abweist. Ist doch toll, dieser technologische Fortschritt. Und warum nicht genetische Hühner verwenden, die schneller wachsen? Ist doch egal, wie schnell die wachsen. Am Ende kommt doch eh nur Hähnchen dabei raus. Genetisch verändert oder nicht, mein Körper merkt doch nicht, wie die DNA meines Brots oder Hähnchens zusammengesetzt ist. Für diese Kritiker möchte ich etwas mitgeben. Über Milliarden Jahren hinweg hat die Natur Wesen geschaffen, die durch zahlreiches Ausprobieren, Sterben, sich auf dieser Welt ihr Recht verdient haben, zu überleben. Jedes Tier, jede Pflanze, die wir bislang verzehrt haben, hat uns die Natur quasi in dieser Art maßgeschneidert. Das ist Evolution. Die komplexen Zusammensetzungen von Mikroben, Bakterien, Keimen haben wir Menschen bis heute nicht vollstens erforscht und verstanden. Wir wissen nur einen winzigen Bruchteil dessen, was Leben bedeutet und funktioniert. Diesen selbstregulierten, natürlichen Organismus zu manipulieren und dann das Resultat lediglich auf Proteine, Gifte und Geschmack zu überprüfen und damit zu glauben, das Endergebnis ist zum Verzehren und geeignet, ist sehr riskant und meiner Meinung nach zu kurz gefasst. Welche langfristigen Auswirkungen manipuliertes Essen auf unser Körper hat, kann meiner Meinung nach kein Biologe derweil erforschen, weil uns nicht genug Wissen zugrunde liegt. Doch vielleicht liegt es bereits auf der Hand. Noch nie gab es so viele Diabetiker, glutenintolerante Menschen und Allergiker wie je zuvor. Und vielleicht hat unser Körper bereits reagiert. Und genau das sind die Auswirkungen vielleicht. Und wer weiß, was noch alles damit zusammenhängt, was wir bis heute noch nicht sehen können. Ich hoffe, meine Ergebnisse haben euch gefallen. Interessiert ihr euch mehr für solche Themen und Entdeckungen? Ich kann euch zum Beispiel mal zeigen, wie ich meiner Meinung nach die katastrophale Auswahl an schlechten und ungesunden Lebensmitteln in den USA überlebe und wie ich dagegen arbeite in meiner Küche und im Kühlschrank. Isst, bleibt und bleibt isst. Isst und bleibt gesund. Bis bald.